Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Wir befinden uns mal wieder mitten im Krieg, und zwar im Krieg gegen die Tyrannei von Königin Isolda. Königin Isolda ist die englische Königin und der wollen wir gerade beistehen, wie ihr seht. Wir sind mit unseren Truppen beim Belagern, das werden wir allerdings nicht mehr lange machen, denn wie man hier sehen kann, das verschlingt viel zu viel Gold und deswegen werden wir uns gleich nach diesen beiden Belagerungen hier vom Acker machen. Das nächste, was ich nochmal anmerken möchte, ist, wir müssen König Rudiger loswerden. Rudiger soll nicht der Spielererbe sein, sondern König Engelhard, der erstgeborene Sohn von Kaiser Tore, und auch darum müssen wir uns in dieser Folge weiter kümmern. Ja, wir haben Schulden, das wissen wir, und weil dem so ist, habe ich hier schon mal nachgeguckt, wir können unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Das werden wir natürlich machen, egal ob er dann Meinung von uns verliert. Der ist im Moment sowieso schon auf minus 52. Der kleine Zwerg, der ist irgendwie, ja, der ist nicht gut drauf, was uns betrifft. Das macht Tore aber überhaupt nichts aus. Wir nehmen gerne die 318 Gold an, die er uns verspricht. Und werden uns auch nochmal ums Lösegeld kümmern. Denn hier haben wir drei Leute, die Lösegeld versprechen. Und als erstes geht mal für 25 Gold diese junge Dame hier. So, dann haben wir hier auch noch einen baranischen Gefangenen. Auch den lassen wir für 30 Gold gehen. Und jetzt werden wir mal gucken, was uns hier erwartet. Denn ich habe nach der letzten Folge gesehen, unsere Hartwig ist gestorben. Ich habe sie in der letzten Folge noch so hochleben lassen, weil ich sie wirklich gerne mochte. Und nun ist auch unsere Hofärztin in die ewigen Jachtgründe eingegangen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt einen neuen Arzt suchen. Und ich habe schon mal geguckt, das war gar nicht so schwierig. Denn wir haben hier jemanden, ja gerade vor kurzem, glaube ich, ins Reich geholt. Und der ist Jungarzt. Das ist der Bryce Gordon. Und Bryce Gordon soll jetzt auf jeden Fall unser Hofarzt werden. Weil das aber was kostet, werde ich jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen, bis wir das Geld vom Papst kriegen. Da ist es schon, sehr schön. Und jetzt können wir auch mal nachgucken, ob er denn Hofarzt werden möchte. Das kostet 10 Gold. Sehr schön, und jetzt haben wir wieder einen Hofarzt. Das ist auf jeden Fall beruhigender. So, hier metzelt gerade unsere Königin Isolda den Feind nieder und wir sind hier noch am Belagern. Das dauert aber nur noch einen Monat. Und wir haben ein offenbartes Geheimnis entdeckt. Graf Chilperik von Kaiserslautern hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Mein Vasall König... Das ist ja geil. König... Soll... Also, Entschuldigung, aber das ist doch jetzt echt der Oberhammer. Ich nenne ihn mal Fifi, ich kann das sonst nicht aussprechen. Also König Fifi soll eine außereheliche Affäre haben. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Das ist ja... Ach, das ist der König von... Das ist der König von Bayern. Entschuldigt, ich habe mich gleich wieder Kontenance jetzt, Lynn. Also, ja... Also, dieser bayerische König soll eine außereheliche Affäre haben. Seine Affäre Christina ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Okay, wir werden es machen wie immer. Wir wollen keine Hingabestufe verlieren. Und deswegen sagen wir, das Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben. Er ist der Knaller der Folge. Ich habe mein Pulver, glaube ich, in den ersten Minuten schon verschossen. Besser kann es ja gar nicht werden heute. So, und wir haben jetzt 78% bzw. Königin Isolda und wir werden jetzt diese Armin schon mal auflösen und wie ihr seht, haben wir jetzt immer noch relativ viel, ja, Minus im Monat. Das heißt also, ich möchte jetzt wirklich, dass es hier mal vorangeht. Wir machen das jetzt aber noch zähneknirschend bis zum Schluss mit 11 Monate. Ja, oder auch nicht, ne? Doch, machen wir. Einfach, weil wir ihr das versprochen haben.
Adalgar wurde endlich beeinflusst. Das ist super. Da muss ich jetzt mal kurz anhalten. Das ist sehr super. Den haben wir lange versucht, auf unsere Seite zu ziehen. Das heißt, wir können jetzt uns um einen anderen Vasallen kümmern. Und das wird Herzog Ermengol II. Sein. Der ist nämlich richtig mies drauf. 93% Wahrscheinlichkeit haben wir, dass das klappt. Und das sollte uns auch im Rat weiterbringen, wenn wir denn da mal was vorhätten. Denn hier ist er nämlich auch sehr wichtig. Er stimmt trotzdem zu. Er ist verschreckt. Und hier sehen wir, wir haben noch mehrere Herzöge oder Könige, die wir noch positiv beeinflussen müssen, damit der Rat das tut, was Tore will. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen mehr zu tun. Und da werden wir dann natürlich das nächste Mal wieder gucken, sobald Ermengol jetzt wieder gut drauf ist. So, und jetzt haben wir den Sieg errungen. Das ist schön. Königin Isolda ist siegreich. Das ist in Ordnung. Die haben wir jedenfalls gefangen genommen. Und wir können jetzt hier... Oh, schon wieder kein Anführer. Wir können hier jetzt auch die Truppen auflösen. Und dann haben wir immerhin 3,5. Okay, 3,5 im Monat, das ist natürlich nicht viel. Und wir gucken jetzt mal, was hier noch dazugekommen ist. Wir können jetzt nochmal 50 bekommen an Lösegeld. Wir werden außerdem noch zu einem Festmahl eingeladen. Sehr schön. Und Christina von Beilstein gibt auch nochmal 50 Tacken. Das ist in Ordnung. Das können wir auch mehr als gut gebrauchen. Wir werden herzlich begrüßt und während wir ein Fest feiern, müssen wir jetzt wirklich mal überlegen, was um Gottes Willen tun wir mit König Rudiger. Wir könnten jetzt natürlich warten, es geht ihm schlecht, bis er stirbt. Ich hoffe, er stirbt. Also, oh Gott, ich mach das gar nicht sagen. Eigentlich ist es ja ein Gosek. Aber er muss natürlich von Platz 1, da muss er auf jeden Fall runter. Und ich scheue mich immer noch davor, ihm den Titel abzuerkennen. Wir könnten das machen, es wäre Tyrannei, aber wir könnten es trotzdem tun. Und ich glaube, dann ist er da auch weg vom Fenster. Wir könnten ihn auch einkerkern. Aber auch das ist halt Tyrannei. Das heißt also, ich lasse es nochmal so stehen, wir beobachten mal, wie es ihm geht. Okay, jetzt geht es um meine schönen Gewänder. Jedem war klar, dass Gräfin Sibylla zu viel getrunken hatte, doch sie wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für sie und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem Erbrochenen bedeckt. Lecker! Ihr solltet euch schämen, Sibylla, da kann man ja fast gar nichts anderes sagen. Ha, das war eine reife Darbietung. Nein? Oh Gott, die ist eh mies drauf. Schäm dich. Alleine deswegen musst du dich schon schämen. Und ja, ich fürchte, so schnell geht's hier natürlich nicht. Voll Ehrfurcht ist jetzt dran. Nachdem wir uns beim Essen eine Weile unterhalten hatten, lehnt sich Zabel zu mir herüber und teilt mir mit, wie beeindruckend sie es findet, dass ich mich mit so vielen verschiedenen Dingen auskenne. Ja, so ist es richtig. Bewundere uns und wir erhalten noch 75 Prestige obendrauf. So ist es in Ordnung. Wir haben hier einen Nachbarschaftskrieg mit unaussprechlichen Namen. Meine Herren. Aber die klingen schon ganz cool, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sehen. Gut, aber da wollen wir uns nicht dran festbeißen. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause und bekommen eifrige Frohnatur. Das bedeutet, dass wir plus 2 Diplomatie und plus 1 im Ränkespiel bekommen. Und das ist ja schon mal eine feine Sache, würde ich sagen. Und wir gucken jetzt einfach mal, was er hier macht. Also irgendwas muss ich heute unternehmen, das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Obwohl es Tore ja eigentlich sehr, sehr gut geht. Wir hätten also noch ein bisschen Zeit. Der Skandal. Man sieht meiner Schwiegertochter, Prinzessin Theodora, nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet. Und alle dachten, dass ihr Gemahl Prinz Siegwart der Vater des Kindes sei. Jetzt wurde jedoch offenbart, dass der wahre werdende Vater niemand anderes ist als Botulf. Herrje, was für ein Skandal.
Der Bischof ist der Vater. Jetzt weiß es die ganze Welt. Ich bin mal sehr gespannt, was Prinz Siegwart jetzt dagegen macht, denn der ist sadistisch und ich könnte mir vorstellen, wenn sie mal wieder zu Hause ist, dann blüht ihr Böses oder vorher schon. Das kann natürlich auch passieren. So, und jetzt sind wir nach Visegrád eingeladen, wieder zum Festmahl. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Und hier kann jemand heiraten. Prinzessin Anna ist jetzt soweit, Prinz Gudbrand von England zu heiraten. Ihr erinnert euch, das ist der Bruder von Lynns Gemahl, den sie so heiß begehrte. Und da werden wir natürlich nicht Nein sagen, denn er erbt das Kleinkönigreich von Wessex. Das Ganze geht matrilinear über die Bühne und so soll es sein. Und es fühlen sich hier alle ganz zu Hause in Tores Nähe. Das ist sehr schön. Ihr seid etwas Besonderes, Tore, mein Prinzessin Swanhild zu mir. Willichin und Sanne nicken zustimmt. Alle fühlen sich bei Tore super wohl. Das ist cool. Und Tore sagt ganz bescheiden, ich mache einfach nur, was sich richtig anfühlt. Die Heirat wird auch angenommen. Und wir gucken mal, was Ermengol macht. Er ist noch auf 85. Und beim Festmahl treffen wir Gleichgesinnte und sagen, welch ein schöner Abend. Was ich jetzt auch noch mal nachgucken möchte. Yay, es ist soweit. Sehr, sehr cool. Guckt euch das an. Was macht er denn jetzt für ein Gesicht? König Engelhard, offensichtlich ist er leicht vergeistigt inzwischen, ist jetzt endlich wieder unser Spielererbe. Das ist super, super cool, denn jetzt ist es so mit den Erbschaften, wie Tore es möchte. Engelhard erbt das Heilige Römische Reich und Hamburg mit Ahrensburg. Und die beiden jüngeren Söhne, die bekommen einmal das Königreich von Pommern und das Königreich von Norwegen. Genauso hat Tore sich das vorgestellt und ich hoffe inständig, das bleibt jetzt so. Jetzt gucke ich mal kurz, wer hat denn hier wie viele Stimmen? Oh, das ist Gleichstand mit König Hildebord und König Rudiger. Das heißt, das steht echt auf der Kippe. Tja, da müsste man mal gucken, welche Kurfürsten man hier vielleicht noch irgendwie, ja, irgendwie überzeugen kann. Wir hätten hier zum Beispiel Prinz Asig, aber ich wüsste nicht, wie ich den beeinflussen sollte. Wir haben gegen alle halt auch kein Druckmittel, ne? Also da muss man mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach inständig, dass es so bleibt. Okay, wir gehen auch hier schon wieder nach Hause, satt und zufrieden. Das ist natürlich super und wir gucken hier mal, bevor wir nach Frankreich gehen und uns die Lage da angucken, ob wir hier schon wieder was machen können. Wir haben hier einen Adam, der geht für 10 aus dem Kerker und den Rest lassen wir links liegen, machen erstmal den nächsten Vorzug. Wir wollen ja hier auf den gesunden Körper, Anspannungszuwachs oder Zölibatsgelübde. Wir müssen, um weiterzukommen, sowieso alles machen, deswegen kommt es da jetzt nicht so drauf an. Ich möchte natürlich auf den gesunden Körper hinaus, beziehungsweise Tore, und ich hoffe, er schafft das auch noch zu Lebzeiten. Und wir gucken jetzt hier mal, wie es denn dem französischen Kaiser geht. Ihr erinnert euch, wir haben ein Bündnis mit dem französischen Kaiser und das ist natürlich nicht ganz so günstig, weil wir den eigentlich angreifen wollen. Es ist aber relativ heikel, er hat auch immerhin 21.200 Mann. Wir haben noch nicht mal ganz so viel und er hat auch noch Bündnisse, allerdings mit Engelhard und mit uns logischerweise und mit der Gräfin. Das wird allerdings, genau, das wird nicht so viel sein. Das heißt also, ja, wir müssten noch ein bisschen mit den Truppen aufstocken. Wir haben im Moment nämlich auch eine sehr ungesunde Situation hier im Rat mit unserem Ermengol.
der hier zwangsweise leider drin sitzt. Ich möchte ja eigentlich hier König Rudiger zuweisen, aber wie gesagt, es geht auch immer noch nicht. Okay, das würde jedenfalls kriegsmäßig zu mehr Gold verhelfen. Dann könnten wir uns unter Umständen auch noch Söldner für den Krieg gegen Frankreich holen. Das ist jetzt allerdings in sehr weiter Ferne. Es geht ihm allerdings immer noch schlecht. Er ist fettleibig. Er könnte jetzt nach den neuesten Patches abnehmen. Wenn ihr das selber spielt, dass ihr fettleibig seid, dann findet ihr das hier in den Entscheidungen. Und das finde ich auch eine super Sache, dass man das dann auch noch so ein bisschen ja selber steuern kann. Er, ja, ob er nun was dagegen tut, das weiß ich natürlich nicht. Er ist auch schon 53. Ehrlich gesagt hoffe ich natürlich, dass der relativ schnell die Flatter macht. So, und dann würde ich mal sagen, ist es dann auch schon soweit. Wir haben den Krieg hinter uns gebracht. Ich lasse jetzt noch mal ein kleines bisschen laufen und sammel, oh nein, und sammel, wollte ich gerade sagen, noch ein bisschen Lösegeld ein. Und hier sehen wir, der neue Erbe ist jetzt Prinz Asig. Wir gucken uns das Ganze an. Prinz Asig ist jetzt der neue Spielererbe. Und wir haben außerdem auch noch einen Haupterben der falschen Dynastie. Und da bin ich gespannt, wer erbt jetzt das Kaiserreich? König Hildebold ist es. Ich fasse es nicht. Was für eine Folge. Der neue Erbe ist jetzt allerdings wieder König Rudiger. Der erbt jetzt das Heilige Römische Reich. Damit ist es wieder in der Hand von uns. Das ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Das ist auf jeden Fall besser als König Hildebold, weil der nicht unser Spielererbe gewesen wäre. Ja, aber gut, so ganz ideal ist es natürlich auch nicht. Wir werden jetzt als letztes nochmal die verwundete Vasallin uns angucken. Herzogin Denise ist verwundet und ihr Fleisch ist faulig und angespannt. Ja, wenn die richtige Behandlung angewandt wird und Jesus sich gnädig zeigt, sollte sie überleben. Es gibt aber ansonsten nichts, was wir tun können. Das ist natürlich relativ schlecht. Was wir allerdings tun können, das ist hier zum Schluss der Folge nochmal die Bande von Herzog Bouchard zu ändern. Wir setzen ein Druckmittel ein und setzen die Feudalsteuern hoch. Das ist von 0,2 auf 1,2. Auch das ist gut. Kleinvieh macht auch Mist bekanntermaßen. So, und dann würde ich mal sagen, lassen wir ihn noch kurz meckern. Er meckert gar nicht. Ich dachte, da kommt hier, ich glaube, es war bisher immer so, da kommt hier dann eine Meldung, alles klar. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal leider wieder unseren Rudiger, dem es immer noch schlecht geht, als Spielererben und als Erben des Kaiserreichs. Wir haben den Krieg zu Ende gekämpft und werden uns jetzt weiter nach vorne kämpfen. Warten, dass der französische König stirbt und ja, ansonsten werden wir versuchen, unser Reich relativ ruhig zu halten. Alles klar, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Gucken und bis dann. Tschüss.